Habt vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und hier mitmacht bei der Podcaster-Instructor-Runde Wim Hof. Ich kenne viele von euch, nicht alle persönlich, aber viele. Aber die meisten kenne ich, glaube ich, über Instagram-Post oder so, was ihr so macht und habe das ein bisschen beobachtet. Es scheint so, als wären wenig Frauen dabei, aber es ist nicht so. Es gibt immer mehr Instruktoren. Also Sonja, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist aus Danke. Österreich. Und alle anderen auch. Ja, wollen wir so ein bisschen erzählen, wie die Situation von jedem Einzelnen gerade ist, dass man so ein bisschen mitbekommt, wie das mit den Workshops gerade läuft, wie die Situation so ist. Sonja, magst du anfangen, so ein bisschen, wie es in Österreich gerade läuft? Wir hatten ja fast vor einem Jahr oder so, wollten wir einen zusammen machen. Seitdem Genau, in ist Lockdown aber rein, ja. schwierig. Stimmt, genau, ja. Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ja, super, dass wir da uns so treffen. Finde ich eine total gute Idee. In Österreich ist es so, dass seit gestern wieder neue Bestimmungen sind. Also gestern war der 1. März und dass letztendlich im März halt auch noch alles verboten und zu ist. Nichtsdestotrotz mache ich Einzelworkshops, die darf ich machen. Ich mache auch mit Leistungssportler, das geht, solange es Einzelworkshops sind. Und Spezialworkshops, Burnout-Workshops zum Beispiel mit einzelnen Menschen. Also ich merke ganz stark, dass jetzt gerade Depression, Burnout ein großes Thema sind. Und da kommen viele Leute dann wirklich zu Einzelworkshops, die sagen, ich will da raus aus dem Ganzen. Und die schreiben mir dann auch immer ihre Erfolge und so. Ich finde das irrsinnig toll, ja, was die Methode dann letztendlich bewirkt, wenn sie dann wieder schreiben, boah, ich war jetzt wieder, auch wenn es nur kalt duschen, also unter Anführungszeichen nur kalt duschen war, so, ich fühle mich jetzt wie neugeboren, geschweige denn von den ganzen Seefotos und was ich da alles bekomme. Ganz genial, ja. Also das ist wirklich das Positive an dieser Zeit, dass sich herauskristallisiert, was die Methode nämlich wirklich kann. Und das ist nicht nur Juhu, wir sind jetzt alle cool, weil wir ins kalte Wasser gehen, sondern weil die wirklich bei Depression und Burnout absolut hilft. Ja, das ist die Erfahrung, die ich jetzt gerade mache, die einfach total genial ist. Ja, super, danke schön. Seid mir nicht böse, ich werde vielleicht jetzt gerade erst die Leute, die ich kenne, nochmal zuerst ansprechen, weil ich ein bisschen weiß, wie die so sind und euch andere natürlich alle auch zu Wort kommen lassen. Aber zum Beispiel Mario, wir kennen uns ja ganz gut. Wie sieht es bei dir aus unten am Ammersee? Ja, sieht ganz gut aus. Es ist schönes Wetter heute. Das ganze Eisbaden wird auch immer größer. Also es ist eigentlich, wenn ich morgens an den See gehe und ich denke, ich bin allein, komme ich raus und da stehen gleich neue Leute auf dem Steg und wollen ins Wasser. Was ich aber auch beobachte, ist, dass viele das wegen dem Hype machen. Und für die Likes und für ihr Ego. Und ihr wisst es ja alle, das ist nicht der richtige Weg. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn wir bald wieder Workshops wenn wir bald wieder Workshops geben können, um einfach auch für Sicherheit zu sorgen. Ja, ganz genau, ein Ja. super Punkt. Da werden wir auf jeden Fall später nochmal drüber reden, denke ich. Das ist eine ganz wichtige Sache. Michael, wir kennen es ja auch. Du hast bei mir auch mal Ja. reingeschnuppert und jetzt bist du da Ja. voll in der Materie drin. Wie sieht es bei dir aus? In Hamburg immer noch, oder? Genau, ich bin immer noch in Hamburg und bei mir ist jetzt so, dass ich habe total viel geplant gehabt, auch jetzt im Allgäu für die nächsten Wochen. Und in Bayern sind die Corona-Regeln am 7. März werden die da erneuert. Ich warte das jetzt noch ab. Die Workshops sind voll gebucht und ich will es auf jeden Fall machen. Und ansonsten plane ich halt jetzt schon mal für den Sommer. Versuche einfach mal zu planen und wir gucken, was geht. Mit Sonja mache ich im April ein Retreat in Polen. In Österreich mache ich im Juni ein Wim Hof und Yoga Retreat und schaue einfach mal, ob es klappt. Und ansonsten, Mario, ich finde das echt ein super Punkt, was du sagst ja, das Ego kommt in den Weg und jetzt gerade dieser Hype, so dass Leute dann posten, ja, ich war hier 15 Minuten, 20 Minuten und so weiter. Ich finde das total cool, dass es mehr Leute machen, aber ich glaube auch, dass es gut ist, da bewusst ranzugehen. Ja, ganz genau. Jens, wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir, ich bin ja überwiegend in meiner Praxis zurzeit noch in Bayern und da sind die Regeln eben besonders streng und ich habe viele Anfragen. Ich habe das mehr dann so im Rahmen der Praxis halt so im 1 zu 1 gemacht oder auch mal Zweiergruppen. Zweiergruppen. Und ansonsten warte ich jetzt darauf, dass es wieder losgeht. Ich habe mal Schnelltests besorgt und habe dann auch bei den Gesundheitsämtern und so weiter angefragt. Aber das heißt ja immer, die sind ja nicht so valide und so weiter und so weiter. Und dadurch wird es einfach schwierig und
stehe so ein bisschen auf der Bremse, bevor ich jetzt die ganzen Sachen auf die Seite eben hochlade und sage, ja, es geht los, und muss dann doch hinterher wieder sagen, ja, Age geht doch nicht, weil das eben ein großes Problem ist. Und ja, gleich ist es momentan so ein bisschen in Berlin, da war ich auch jetzt so ein bisschen verhalten, jetzt da groß was zu planen und zu machen, um dann hinterher wieder zu sagen, nee, geht doch nicht. Anfragen sind da, aber es bleibt doch bei mir dann eher in so einem 1:1-Rahmen, oder ich habe das auch mal so via Video gemacht, wobei ich es doch mehr mag, wenn ich so jemanden direkt anleiten kann, ich sitze direkt daneben, das lässt sich ja auch machen, da passiert ja im Grunde auch nichts. Und mit dem entsprechenden Abstand und Raum durchlüften und so weiter funktioniert das ja. Ja. Und die meisten wissen ja auch, und das lege ich mal Wert darauf, dass die so ein bisschen schon gucken, so ein Kontakttagebuch, dass sie schon so wissen, was sie gemacht haben. Und die meisten, die sich dafür interessieren, gehen ja auch bewusst mit sich um und wissen ja auch, worum es geht, und sagen nicht, ach, das ist alles nur ein Märchen, sondern wissen um das Risiko und schätzen das natürlich auch sehr, weil sie einfach merken, wie sie wieder mehr zur Energie kommen. Also ich habe das bei so ein paar Leuten, so mit diesem Post-Covid-Syndrom, die dann wirklich sagen, boah, ich kriege wieder mehr Energie, ich kann besser Luft holen, ich kann mich besser bewegen. Und das funktioniert ganz gut, aber ich hoffe eben drauf, mehr so mehr Workshops zu machen. So dieser Gruppeneffekt fehlt mir einfach, was ich sonst so bei dir, Matthias, schon mal erlebt habe. So. Und das war so in meiner Anfangszeit, und wo ich denke, so, das ist das, was so fehlt, so dieses Miteinander, so dieses Zusammensein, und das ist einfach so, ja, ja, das fehlt halt im Moment. Ja. Genau. Du hast eine psychotherapeutische Praxis, oder? Wie ist das bei dir? Ja, genau, ich habe eine psychotherapeutische Praxis, ich habe ja so einen Kassensitz in so einem Hotspot. Deshalb ist es dann mal noch ein bisschen schwieriger, weil hier wir dauerhaft hohe Zahlen haben. Genau, und dadurch sind eben auch entsprechend Anfragen da. Ja, okay. Wir haben so einen ganz begeisterten Arzt in der Nähe, das ist ein Diabetologe, der auch auf Wim Hof schwört und natürlich am liebsten gestern als heute da richtig loslegen würde und einfach auch mehr Menschen dafür begeistern würde, was momentan aber einfach dann eben nicht so möglich ist. Ne? So. Ja, okay. Ja, gerade super. Wenn die Leute irgendwelche Erkrankungen haben, wird es ja noch mal schwieriger. Ja. Patrick, wie aus Würzburg, ne? Richtig? Wie sieht es bei dir aus? So, du hast für mich mal einen gemacht, als ich da abbrechen musste, glaube ich. Du bist nicht zu hören. Mal, guck nochmal deinen Ton. Du bist noch nicht zu hören. Sonst guck erstmal, ob du das irgendwie hinkriegst. Sonst frage ich erstmal weiter, Patrick, okay? Ja, okay. Daniel, genau, wir haben es mal schon über Messages unterhalten, noch nie persönlich, aber das wird langsam Zeit. Ja, grüß dich. Das wird Zeit, ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, erstmal danke für die Sache heute, was du in die Wege leitest, dass wir das so ein bisschen auch mal zusammentragen, auch die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben. Und bei mir ist es so, auch klar, Workshops gehen nicht. Ich habe jetzt quasi ab Mai 15 Workshops quasi geplant und auch online gestellt und bewerbe die gerade, weil ich sage, okay, ich habe unglaublich viele Anfragen, weil die Leute stehen halt in den Startlöchern und sagen, wann geht's wieder los? Und was ich aber gemacht habe, ich habe einfach relativ viel auf Webinare geschwenkt. Also ich habe gesagt, okay, alle, die ich auch mal in meinen Workshops hatte, ich habe einfach angeschrieben, Leute, ich mache Webinare, wir machen Atmen zusammen Montag und Freitag. Und das ist relativ gut angekommen. Also ich habe die relativ voll. Also es sind sehr, sehr, also es sind beständige Leute mal drin. Die kommen wirklich jeden Freitag, sitzen da die gleichen Leute und atmen, Wim Hof Atmung. Wir machen Cold Shower Challenge. Wir machen mit Eis, so wir machen einfach so einen Bottich, haben Eis, machen Hände, Füße, Gesicht rein und sprechen halt über Erfahrungen. Das läuft sehr, sehr gut. Mhm. Auch im Prinzip was im Bereich Covid-Regeneration. Ich habe halt ein paar Leute drin, die Covid hatten und die wirklich Probleme mit der Lunge hatten, haben gesagt, Mann, durch die Atmung, das ist so, so krass, ich kann wieder atmen, ich kann mich wieder einigermaßen, ich merke, die Energie kommt wieder, und in dem Zuge ist es schon gut, dass man da online und präsent bleibt und immer wieder sagt, okay, dann machen wir es halt einfach nicht one-on-one oder nicht quasi face-to-face, wir machen es online, das läuft ganz gut, die Rückmeldung ist gut. Ich bin am Anfang in die Schweiz abgehauen, habe dort Workshops gemacht in der Schweiz, kenne da viele Leute, auch da war oft das Thema, dass viele finanziell Probleme kriegen, weil die Lockdowns halt da sind, sie können nicht arbeiten, sie haben familiär, gibt es Stress, weil die Kinder zu Hause sind und all die Sachen. Und die Rückmeldungen, gestern hatte ich eine von einem sehr guten Freund, der sagte, der ist froh, dass er die Wim Hof Methode kennengelernt hat, weil Kinder sind zu Hause, Frau zu Hause, alle sind zu Hause und es ist unglaublich viel Stress zu Hause und er hat halt die Möglichkeit, früh einfach zu atmen, die kalte Dusche zu machen und kommt damit ganz gut klar. Also so dahingehend
auch das, was Sonja gesagt hat, man merkt, dass die Methode auch in solchen Situationen echt Wirkung hat, wenn man sie macht. Das ist wirklich spannend. Und ja, und ich hoffe, es geht bald los. Ich glaube, heute treffen sie sich. Ich denke auch, das wird bis März verlängert werden, aber ich drücke die Daumen, dass das bald wieder in die Richtung geht, dass wir zumindest begrenzt machen können. One-on-ones und solche Sachen, die funktionieren auch alle, aber mir fehlt genauso wie euch einfach die Gruppe, das Gruppengefühl, einfach zusammen zu sein. Ich habe es mit Zucker, dass wir haben Ende März haben wir geplant in Polen, ja, drücken wir auch fest die Daumen, dass wir da mal auf den Snieżka hochkommen. Wir warten ab. Okay, ja. Super. Ja, ich glaube, Daniel, du und Sukhadas, ihr seid beide in Berlin, ne? Ist das richtig? Ja. Genau. Sukhadas, wir kennen uns noch gar nicht so richtig, aber schön, dass du da bist. Wie ist deine Sache so, deine Situation? Ja, danke, Matthias, für die Einladung erstmal. Also bei mir, ich habe mir einfach gesetzt, ich plane mein Jahr ganz normal. Ich habe 32 Termine noch online und schaue von Woche zu Woche. Alles, was nicht stattfinden kann, also meine Erfahrung ist, die Leute buchen trotzdem die Workshops und ich bin mit den Teilnehmern in Kontakt und sage, wenn es eben nicht stattfindet, okay, dann machen wir schon mal was online und verschieben sozusagen auf den nächsten Termin und auf den nächsten Termin, bis es eben stattfindet. Und das kommt ziemlich gut an. Ansonsten gibt es eine erhöhte Anfrage, einfach wirklich 1:1 Einzelcoachings, was mir auch sehr Spaß macht, weil ich dann auch viel mehr auf die einzelne Person eingehen kann. Aber es geht mir wirklich auch wie jedem von euch dieses Gruppengefühl, was eben für mich auch so der vierte Teil der Wim Hof Methode ist, die Community, das fehlt mir enorm. Also da springe ich im Dreieck, wenn das wieder losgeht. Ja. Und das ist bei mir die Situation, genau. Also witzigerweise erhöht sich so die Reichweite irgendwie, dass ich Einladungen aus dem Ausland jetzt aus Hawaii und so bekommen habe. Aber es ist halt eben, ich weiß nicht, wann ich dorthin reisen kann von den Vorgaben. Ja. Mal sehen, ja. Genau, ja. Müssen wir mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Es war ja mal so gedacht, dass das irgendwie jetzt vielleicht letzten Winter wieder klappt. Aber jetzt irgendwie doch nicht. Und ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Und ich sehe gerade, es gibt noch einen ganz neuen, ja? den kenne ich gar nicht. Kennt jemand Nico? Nein. Okay, dann weiß ich, wie kommt er an meinen Zoom-Link? Ach so, das ist ja über Patrick wahrscheinlich gleicher Anschluss. Patrick ist nämlich gerade weg. Also, das muss ich schneiden hier. Hallo, Patrick, hörst du mich? Nö, gut. Gucken wir mal, der wird sich melden. Machen wir sonst weiter. Also was hängen geblieben ist bei mir so ein bisschen, finde ich, die wichtigen Punkte, was man beobachten konnte und Mario schon angesprochen hat, im Winter so diese Kälte-Eisbad-Geschichte öffentlich, dass so ein bisschen so ein Hype ist, ohne wirklich die Methode zu kennen. Na klar, kann man das auch so machen, aber es hilft natürlich, ein paar gute Tricks dabei zu haben und vor allen Dingen so die richtige Einstellung dazu. Und ich erinnere mich, ich habe vielleicht vor einer Woche ein Interview gesehen oder ein Bericht in der Zeit war das, glaube ich, über Eisbaden. Das war irgendwie ganz nett dargestellt, aber da war irgend so eine Eisschwimmerin, die meinte, was machen die alle für ein Gedöns da drum mit Horse Dance und so. Ich gehe einfach ins Wasser, dann gucken die doof und das geht auch so. Und das fand ich schon, natürlich gibt es solche Leute, die das auch können mit viel Training. Das erlebe ich immer wieder, das ist ja auch gar kein Problem. Aber es hat schon seinen Sinn, diese Vorbereitung und Nachbereitung. Das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, ich muss euch ja jetzt nicht alle irgendwie nacheinander dran nehmen. Ihr könnt ja gerne was dazu sagen, wenn ihr was dazu sagen wollt. Aber ich finde gerade diese Hype-Geschichte, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass hier jetzt auch mal was passiert und man hört immer mal wieder von Unfällen von Leuten, die das nicht einschätzen können, die zu weit gehen und wo man eigentlich sehr schnell merkt, sie haben das Prinzip dahinter noch nicht verstanden. Natürlich ist es schön, dass man ins Eisbad gehen kann, aber wie lange, wie man es einschätzt, wie man da rangeht und vor allen Dingen, wie man wieder rauskommt, ist irgendwie ganz wichtig zu wissen. Wie seht ihr das so? Also wenn ich da gleich was dazu sagen darf, gerade in Österreich auch durch Josef Köberl, Extremsportler mit seinen ganzen Weltrekorden und so weiter, war ja auch im Podcast bei dir, muss man halt in Österreich ganz, ganz stark aufpassen, dass man diese zwei Dinge auseinanderhält, nämlich die Wim Hof Methode und das Eisschwimmen. Das Eisschwimmen ist letztendlich ein Extremsport und die Wim Hof Methode ist einfach auf die Gesundheit abgezielt. Und diese zwei Dinge muss man halt wirklich trennen. Ja? Und viele Leute rufen mich an und sagen, Sonja, du machst doch Eisschwimmen, sage ich,
Nein, ja. Ich meine, inzwischen, ja, mit zwei Schwimmerinnen, mit zwei österreichischen, habe ich mich zusammengetan und natürlich mache ich da jetzt auch was in diesem Bereich, vor allem dann nächstes Jahr. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein einfach den Leuten zu schaffen, das eine ist für die Gesundheit und das andere ist Extremsport und Extremsport ist niemals gesund. Ja? Egal welchen Extremsport man macht. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, deswegen habe ich jetzt auf meiner Homepage zum Beispiel auch ganz auf der Startseite oben so Unterschied Eisbaden, Eisschwimmen, Kälteexposition mit Kryokammern. Was ist eigentlich der Unterschied, damit die Leute sich da mal vorinformieren können? Ja, super. Ja, das ist gut, Sonja. Genau das Gleiche habe ich auch in Berlin hier. Ich habe ein bisschen Kontakt quasi zu den Sachen, die hier passiert sind in Berlin mit den Unfällen. Ich habe Kontakt zu der Gruppe und habe mit ein paar Leuten da schon gesprochen. Da sind teilweise echt verrückte Ideen, was mit Eis man alles machen möchte und machen könnte. Dieses Tauchen unter Eis von Loch zu Loch, zum Beispiel solche Geschichten. Das ist total verrückt und total gefährlich. Und auch wenn ich draußen halt Leute sehe, die kommen vom Joggen, die joggen gerade um, ich mache gerade ein Eisbad, ich bereite mich vor, mache halt meinen Horse Stance und dann kommt jemand, joggt, hält an, zieht sich aus und geht ins Eis, ohne Vorbereitung. Und danach zieht er sich wieder an und joggt weiter. Also es sind auch so Sachen, die ich teilweise am Schlachtensee sehe, wo man auch sagt, wow. Und das ist wirklich wichtig und deswegen hatte ich auch jetzt gerade mit der Gruppe in Berlin auch angefangen zu sagen, hey, wir machen einen Termin, Zucker, das wird mit dabei sein, wir sind zu zweit als Instruktoren, wir machen einen Termin und wir machen einfach mal in so einer Eisbadegruppe, die sind so 600 Leute, wir machen einfach mal ein Seminar, eine Stunde und sagen, hey, wie du das sagst, Matthias, was mache ich, bevor ich reingehe, ich gucke mir die Umgebung an, wie lange bleibe ich drin, was ist sicher, wenn ich rausgehe, was habe ich zu tun, damit es, auch Sonja, wie du sagst, damit es kein Sport ist, es ist kein Sport, es ist halt für Gesundheit. Und genau, ich habe ähnliche Erfahrungen hier. Es sind teilweise verrückte Sachen unterwegs, weil die Leute denken, wow, mir wird warm im Eiswasser, ich kann da sitzen und nach zwei Minuten ist mir warm. Boah, ich kann ewig drin bleiben. Mir ist ja nicht, es ist ja nicht warm. Es ist ja dieses trügerische Gefühl, wo man sagt, hey, das ist das Signal, wo ich eigentlich rausgehen sollte, weil dann ist alles gut. Mehr brauche ich nicht. Ja, und das in die Leute zu bringen, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das vielleicht auch ab 2021 noch verstärkt quasi da in den Vordergrund treten und das einfach in die Öffentlichkeit bringen, ja. Ja. Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass eben wie schön es auch ist, das auf Social Media zu teilen, aber man muss dann auch wirklich seine Intention hinterfragen, gehe ich da jetzt nur in das Eisbad, um ein schönes Bild zu haben oder was will ich mit dem Eisbaden überhaupt machen? Und da gebe ich auch jedem immer den Rat, fang langsam an. Also wir müssen nichts höher, schneller, weiter ist in anderen Gesellschaftsbereichen schon ein Todesurteil. Und hier geht es um unsere Gesundheit und wichtig ist, dass man sich eben Zeit nimmt und damit langsam wächst mit der Praxis. Und dann kommt die Erfahrung und dann kann man viel besser Gefahren einschätzen etc. Und natürlich auch immer wieder an Personen wenden, die eben ausgebildet sind wie wir oder die privat eben die Erfahrung haben, um einen da weiterhelfen zu können, ja, und den Einstieg gut zu finden. Genau, ich finde den Gedanken ja ganz hilfreich, sich mal zu überlegen, wenn niemand das mitkriegen würde, dass ich ins Eisbad gehe, das würde keinen Post geben, niemand erfährt davon, würde ich das trotzdem tun? Mache ich das nur für andere oder nehme ich das wirklich für mich selber mit? Ja. Sehr, sehr schönen Gedanken, Matthias. Und ich finde, wenn man so rangeht, dann macht es auch auf einer Ebene Sinn, wenn man schon Erfahrung hat, eine gute Routine und wirklich für sich selber das macht, sich dann auch wieder Challenges zu setzen. Also diese zwei Minuten, die man am Anfang einhält, finde ich total sinnvoll. Aber für meine persönliche Praxis habe ich auch gemerkt, es ist dann schon auch interessant, wenn die zwei Minuten sozusagen Standard geworden sind, sich auch mal wieder ein bisschen herauszufordern. Aber ich würde halt auch sagen, Schritt für Schritt. Ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, immer in welchem Rahmen man das macht. Allein ist noch eine andere Geschichte als in der Gruppe. Da geht es eh ein bisschen leichter, finde ich. Da kann man sich dann auch da zusammen zu längeren Zeiten pushen. Aber gerade wenn es um Eisbad alleine machen geht, wo keiner dabei ist, wenn irgendwas passiert, das ist schon eine Sache, die man wirklich nochmal überlegen sollte, oder? Hey, da würde ich auch nochmal gerne einfach eine kleine Anekdote erzählen. Ich war Eisbaden, ich habe Erfahrung und so weiter, ne? Und es war so, wir waren an einem Deich. Ich bin hier in Norddeutschland. Und da ist flach, ne? Und da pfeift der Wind. Und es war ein eiskalter Tag. Der Wind kam so richtig von frontal auf mich drauf. Man musste erstmal zum Eisbad laufen, dann das Eisbad einhacken und zurücklaufen. Ich war die ganze Zeit nackt. Und dann war ich wieder am Auto und wollte die Tür aufmachen. Und es war so ein leichter Nieselregen und Wind. Und meine Hände waren wie so Lappen, ne?
da war nichts mit Tür aufmachen, da war auch nichts mit Schuhe anziehen. Ja. Und ich war mit einer Freundin dort und die hat mir dann die Schuhe angezogen, das Auto aufgemacht, aber allein, ich wäre aufgeschmissen gewesen. Ist nur so eine kleine Situation, aber ja, habe ich jetzt halt selber erlebt. Ja, wie man das unterschätzen kann dann auch, ne? Genau. Ja. Patrick, bist du schon mikrobereit? Richtig. Nee, man hört dich leider nicht. Am Anfang ging es noch bei einer anderen Geschichte. Vielleicht guckst du bei Zoom-Einstellungen, kannst du selber noch mal gucken auch, ne? Weißt du, dass du dein Mikro vielleicht noch mal auswählen musst. Ja, also wie gesagt, Eisbad finde ich einen guten Punkt. Ich denke mal, wir sollten vielleicht auch mal darüber reden, so wie die Situation Corona-mäßig ist mit Workshops und na klar, wenn das auch öffentlich freigegeben wird, wie man damit weiter umgeht. Also ich muss ehrlich sagen, gut, wir sind alle nicht Virologen, wir müssen uns die Informationen so ein bisschen zusammensuchen, wie es dann, was da so erzählt wird. Wir haben uns alle sicherlich Bilder gemacht, die unterschiedlich sein werden, als man vielleicht vermutet, ich weiß es nicht. Aber ich bin immer noch sehr unsicher. Ich habe mich da ein Jahr lang wirklich sehr intensiv mit beschäftigt. Ich bin ja Wissenschaftler, ich kann auch ein paar Studien lesen. Ich denke, ich kann da Informationen besorgen, die vielleicht ein bisschen andere sind. Und ich bin sehr, ja, uneinheitlich, was meine Meinung angeht. Die ändert sich auch. Also ich bin sehr zurückhaltend, was Workshops angeht. Also ich persönlich, ich habe jetzt voll auf Online gesetzt und Podcast, das was super läuft. Ich würde auch gerne Workshops geben. Aber solange das mit den Zahlen gerade so ist und wo ich weiß, wie das sozusagen verbreitet wird, bin ich da sehr skeptisch. Ich bin auch bei den Anfragen, die ich jetzt gerade halte, immer sehr zurückhaltend, weil ich denke, jetzt zumindest gerade mal ein, zwei Wochen noch abwarten, bleibt es zu, wird schlimmer, können wir es wieder aufmachen. Das ist so gerade meine Überlegung. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht, was ihr für eine Ansicht dazu habt. Ich finde es ganz gut, wenn die Leute auch mal erleben, was wir sozusagen da individuell drüber denken, über die Situation. Ja, es ist so, bei den was ich momentan merke, ist, dass auch die Leute selber quasi mich fragen, sollte ich denn schon kommen oder wie ist es wie viele Leute sind da und ist es sicher oder ist es nicht sicher? Und ich sage immer, ich kann nicht garantieren, das war bevor der Lockdown kam, es war sozusagen zwischen diesen Lockdowns, wo wir noch machen durften, aber dann halt mit 1,5 oder 2 Meter Abstand mit maximal 8 Leuten im Raum. Da gab es oft die Frage, ich würde gerne kommen, aber ich habe Angst. Und ich habe das dann immer so gemacht, okay, ich sage, wir haben eigentlich quasi die Richtlinien eingehalten, aber wenn du zum Beispiel halt einfach Asthma hast oder wenn du jemand bist, der quasi in dem Bereich auch wirklich sagt, ich bin vielleicht ein Risikopatient oder ich habe etwas, dann entscheide einfach und lass es sein und wir warten oder wir machen ein One-on-One draus oder wir warten einfach, wenn es sich alles beruhigt hat und du kannst in die Webinare kommen, so wie du es sagst, online zu machen, dass man sagt, okay, und online kann man eine Anleitung geben, kalt duschen zum Beispiel, das geht auch online, denn dann macht derjenige das, der kann mir schreiben. Also ich habe das dann so gemacht, dass ich einfach sage, okay, ich bin in WhatsApp oder in allen Messengern präsent, du kannst mir Fragen stellen, wenn du magst. Und wir reagieren einfach auch darauf, dass wir sagen, ich haue nicht die Workshops voll. Und ich habe immer darauf geachtet, auch dass ich, wenn ich maximale Belegung bei einem Seminar mit 10 machen durfte oder 12, dass ich sage, okay, ich mach weniger, damit ich einigermaßen sicher bin. Aber man kann es nicht ausschließen, dass es nicht doch in einem Workshop passiert, dass Leute sich anstecken, dass Leute passen, also dass die, ja. Genau, das ist, und daher bin ich momentan auch ein bisschen vorsichtig, deswegen habe ich es erst ab Mai jetzt auch geplant, weil ich denke, zu schauen, wie es ist, wenn der Lockdown langsam runtergefahren wird, wie viele Leute dürfen kommen und wie ist überhaupt eigentlich die Inzidenzzahl dann? Was passiert in der Bevölkerung? Wird es wieder hochgehen, damit es wieder zugeht oder wie werden die Richtlinien sein dahingehend? Also auch sehr vorsichtig, nicht zu vorsichtig, aber auch mit Respekt vor dem Covid, was passieren kann. Das ist, wir sind nicht unsterblich oder auch nicht, auch die Wim Hof-Methode, es ist ja nicht so, dass es ein Garant dafür ist, dass nichts passiert. Wer möchte noch was dazu sagen zu dem Thema? Ich denke, es gibt ja hoffentlich dann bald auch die Schnelltests, dass es damit dann auch besser geht, dass sie auch für jeden eben gut zu erkäuflich sind und vor allen Dingen leicht durchzuführen. Wir haben ja durch die KV Berlin auch mal welche zur Verfügung gestellt bekommen, aber das sind doch diese langen Stäbe, die man dann so in die Nase rein muss. Da muss man auch erfahren sein, wie man so einen Test abnimmt, dass man auch ein richtiges Ergebnis hat. Insofern habe ich da auch so meine Bedenken und ich müsste extra eine Schwester beschäftigen sozusagen, die das macht, die das auch wirklich richtig macht. Denn ich habe es bei mir selber versucht und dachte so, nee, das mache ich nicht. Das ist echt so, weil man muss es richtig machen, sonst hat es keinen Sinn. Und
Und diese anderen Tests, die eben kommen sollen, die so in dem vorderen Nasenbereich durchgeführt werden. Und wenn die eben eine hohe Aussagekraft haben, und es ist 95-98%, dann ist es ja auch etwas sehr Verlässliches, was man machen kann. Und was ich von Mitarbeitern aus Altenheimen höre oder auch aus Pflegeeinrichtungen, die ja sehr häufig jetzt getestet werden, dass die Ergebnisse auch wirklich sehr stimmig sind. Auch wenn dann hinterher mal einer positiv war und in der PCR-Test gemacht wurde, dann hat man es eben 100%ig sicher. Und ich glaube auch durch diese Virusvarianten, die es jetzt gibt, wird es leider nochmal so einen Peak nach oben geben. Und da sind wir alle so gehalten, so ein bisschen zu gucken mit den Abständen und so Kontakttagebuch vielleicht und auch so, dass man für sich selbst guckt, so mit so einem Schnelltest, da hat man, denke ich, schon eine hohe Sicherheit und dann könnte man, ich sage mal, das Risiko eingehen. Es kann natürlich trotzdem immer noch was passieren, Restrisiko ist, aber mit geöffneten Fenstern, 2 Meter Abstand. Und ich glaube, Sonja war das, die sagte, sie hat Stühle dann dazwischen stehen. Die Idee fand ich auch sehr gut, dass man wirklich so Bereiche schafft, wo jeder liegt, dass der Abstand gehalten ist. Und dann hoffe ich, dass das auch wirklich gut durchführbar ist. Ja. Das ist meine Überlegung so dazu, denn so, sonst wird es zu lange zu ruhig werden. Also sonst würden wir zu lange auch in so einer Art Lockdown verharren. Und das ist für uns alle ja schwierig. Ja. Und Menschen haben ja ein Bedürfnis nach Nähe, nach Austausch und da setze ich jetzt sehr darauf, dass sich das entsprechend gut entwickelt und man kann dem Impfen ja auch gegenüberstehen, wie man möchte, aber auch das ist ja eine große Chance auch für die, die geimpft sind, dass sie auch nochmal für sich eine größere Sicherheit haben und auch da wird es dann ja auch bald mehr belastbare Daten geben, so was da zu erwarten ist und ob jemand, der geimpft ist, ansteckend sein kann oder nicht und das ist dann ja so für die öffentlichen Aktivitäten oder auch für solche Aktivitäten, wie wir sie tun, ganz wichtig. Ja, genau. Ja. Also bei mir war es so, dass ich erstmal auch meine Einstellung immer hinterfragen musste, so okay, möchte ich die Verantwortung auf mich nehmen, einzuladen sozusagen, dass Menschen zusammenkommen. Deshalb die Idee mit den Tests, ich habe auch befreundete Ärzte, die Wim Hof-Fans sind, die sich bereit erklärt haben, sogar ich komme bei dir kurz die erste halbe Stunde vorbei, nehme den Test ab. Dann habt Spaß, was ich sehr, sehr schön fand. Und man muss dann gucken, wie sich das mit der Umsetzbarkeit machen lässt. Und ich habe auch wie Daniel die Kapazität, also ich habe dann auch mit diversen Behörden zusammen Hygienekonzept ausgearbeitet und bin dann trotzdem drunter von der Personenanzahl immer geblieben. Das hat sich für mich viel besser angefühlt, als wenn ich jetzt sozusagen, dann habe ich lieber einen Workshop auf 2 Tage verteilt, wenn ich in einer anderen Stadt bin oder so und anstatt volle Kapazität zu fahren. Ja, das waren so Ansätze. Also wir werden gucken, wie es weiterläuft. Ich hoffe, dass wir da auch irgendwie aus dieser Starre herauskommen, weil ich denke, wir werden natürlich mit den Mutanten auch mit dem Virus leben müssen. Das wird irgendwie auch nicht so schnell verschwinden. Und klar, die Impfungen sind ja zumindest in Deutschland katastrophal langsam, wenn man das so beobachtet. Mal gucken, wie es läuft. Ich würde gerne vielleicht zum Abschluss des Gesprächs noch ein bisschen jeden von euch einzeln noch mal dran nehmen. Patrick ist leider wahrscheinlich mit dem Mikro nicht erfolgreich gewesen und rausgeflogen, aber ich verspreche jedem, der sich als Patrick-Fan outet, später den beim nächsten Mal dazu zu nehmen. Genau. Aber lasst uns doch mal gucken, was wir vielleicht für ein bisschen überzeugende, positive Sachen am Schluss nochmal erzählen können, was uns so passiert ist in Workshops, was wir erlebt haben mit anderen Leuten, was die für Erfolge hatten, was die berichtet haben, was die Methode kann. Ich meine, wir sind ja alle sehr überzeugt davon, machen das seit Jahren, erleben das, die Geschichten. Und ohne das jetzt zu übertreiben, gibt es ja schon wirklich sehr erstaunliche Sachen, was diese Atemtechnik und die Kälte irgendwie erreichen kann. Wer hat Lust, mal anzufangen, irgendwas zu erzählen, was er so erlebt hat mit anderen Leuten? Mario. Ich bin ja seit 2019 Instructor und ich habe dann erstmal angefangen mit einer kleinen Gruppe von Freunden, jeden Sonntag irgendwie eine Session zu machen. Und da ist es dann relativ schnell passiert, dass eine sehr gute Freundin ein wirklich starkes Trauma aufgearbeitet hat. Und das war dann für mich auch so eine Bestätigung in meinem Weg. So. Weil wir haben ja da alle recht viel rein investiert an Energie und Zeit
Und dann nach ein, zwei Wochen dieser Arbeit schon so ein Feedback zu kriegen, war für mich wirklich der Wahnsinn. Ja, super. Okay, klasse. Trauma ist ein großes Thema, glaube ich, in der Bevölkerung und in den Workshops. Wie sieht es sonst bei euch aus? Michael, kannst du noch was erzählen? Ja, klar, sehr gerne. Also es gibt super viele Geschichten. Und eins, was ich halt echt erstaunlich finde, ist die Zuverlässigkeit, wie es aus Stimmungstiefs herausholt. Das kann ich aus meinem eigenen Leben einfach bestätigen. Es funktioniert einfach. Und es erzählen mir so viele Leute, dass auch wenn sie es manchmal eine Weile lang nicht mehr gemacht haben, und dann machen sie es mal wieder, dass sie dann halt einfach merken, okay, ich fühle mich besser, ich gehe besser mit anderen Menschen um und mit mir selber. Und noch so ein konkretes Beispiel, was ich hatte, war ein Geschäftsführer von einer sehr erfolgreichen Firma hier in Hamburg. Mit dem habe ich längere Zeit 1:1 gearbeitet. Und der hatte sehr viel Stress. Firma, viele Überstunden, 2 Kinder zu Hause. Und der hatte konstant Kopfschmerzen. Und der hat um die 50 Schmerztabletten im Monat sich reingepfiffen. Und wenn es gut lief, 30. Also richtig ordentlich. Und mittlerweile ist er komplett frei von Schmerztabletten, hat keine Kopfschmerzen mehr, arbeitet immer noch genauso viel, hat immer noch die 2 Kinder. Er meinte, er nimmt mal 2 im Monat oder so, aber im Vergleich zu vorher ist es einfach der Hammer. Und er meint, er hat einen viel besseren Zugang zur Natur gefunden, was er vorher gar nicht hatte. Also so eine Verbindung ist ja hergestellt worden. Und dafür war er sehr dankbar und ich war dann wiederum Wim Hof sehr dankbar. Es ist einfach der Hammer, sowas weitergeben zu können. Ja, das können wir, glaube ich, alle gut nachvollziehen, Verbindung zur Natur, ne? Ja. Sonja, magst du noch was erzählen? Ja, sehr gerne. Also was ich auch immer wieder sehe, dass die Leute wieder die Verbindung zu ihrem Körper bekommen, weil wir tun ja nur atmen und was da eigentlich alles durch das Atmen entsteht. Und ich ziehe auch offensichtlich Leute an, die, es häuft sich wirklich bei mir, die Depressionen haben. Und die mir immer wieder schreiben, und das ist das, was ich am Anfang erzählt habe, was wirklich so schön ist, jetzt war ich wieder mal in der Kälte, jetzt war ich wieder mal jetzt habe ich wieder mal geatmet und mir geht es jetzt um so viel besser. Ja? Und das liebe ich einfach. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Und es gibt inzwischen Kunden, die da schon andere Leute mitnehmen, sagen, hey, komm mit mir und rufen mich an und sagen, ja, du, Workshop, die kann sich das jetzt nicht leisten, aber wenn ich mit der ins Wasser gehe, kann ich die mitnehmen und dann gebe ich halt ein paar Tipps, die Sicherheitstipps und sage, ja, nimm sie mit und wenn sie bereit ist, wird sie mal zum Workshop kommen oder auch nicht, ist ja egal, Hauptsache, ihr geht's besser. Das ist im Moment das Allerwichtigste. Und das ist halt meine Erfahrung, dass die Kunden so begeistert sind von ihren eigenen Erfolgen, dass sie es irrsinnig gern weitergeben wollen. Und weiß nicht, wie viele mich schon gefragt haben, wie man eine Ausbildung macht zum Instruktor. Ich glaube, das ist eine Standardfrage. Ja, genau. Ja. So, Kadas, wie ist es bei dir? Ja, also ich glaube, wir alle können sagen, dass Menschen mit Depressionen, mit Burnout-Hintergrund, da eine sehr große Nachfrage wächst, aber um mal ein anderes Beispiel zu bringen, was die zweite Gruppe nach den Burnout und Depressionen ist für mich Menschen mit Suchterkrankungen, um da einfach eine mentale Stärke zu entwickeln und für sich auch, ja, ich nenne es immer so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels oder Zukunftsvision entwickeln, auch ein Morgenritual, ein gesundes Morgenritual, wo man den Tag mit überstehen kann, etc. Das ist auch gerade was einfach sehr akut ist, muss ich sagen, ja. Ja, genau, super. Daniel? Ja, ich habe also auch die ganzen Burnout-Sachen auch und viel mit ich hatte jetzt mit mehreren Geschäftsführern zu tun, die jedes Mal sagen, wow, ich kann mich wieder fühlen. Ich bin aus diesem Glaskasten raus. Ne? Ich hab wieder einen offenen Blick für die Dinge und merke, okay, ich kann mein Zeitmanagement viel besser organisieren und räume mir mittlerweile Zeiten für mich selbst ein. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich freue mich Zeiten für sich selbst. Was ich oft merke, wenn die bei den Workshops waren, die schreiben mir quasi sofort so, wow, das hat jetzt einiges verändert. Ich weiß noch nicht, was es verändert, aber ich habe das Gefühl, es hat was verändert. Ja, dann geht es so in dem Bereich los.
Und was ich spannend finde, weil ich habe momentan, das ist ein Bereich, den haben wir noch nicht angesprochen, ich bin momentan viel von Firmen gebucht worden, die quasi, wo der Geschäftsführer oder irgendein Manager war bei mir im Workshop, sagte, Mensch, könntest du für meine Mitarbeiter was zusammenbasteln? Ja, und dann bin ich quasi dort und da haben wir das Thema eben halt auch Überlastung auf Arbeit oder auch Erwartungshaltung und Angst vor allem, ne? Druck mit irgendwelchen Sachen umzugehen, vor der Präsentation, nach der Präsentation, Kunden und so weiter. Und wenn wir da einen Wim Hof Workshop machen zusammen, es ist wunderschön, was danach passiert. Die Leute sind mega entspannt. Und was jetzt kommt, das ist, sie sind zusammen. Das gesamte Team wird quasi, die arbeiten dann viel besser zusammen. Wenn ich die Rückmeldungen kriege, die sagen, wow, das hat das Team einfach mehr zusammengebracht, mehr als Gruppe gefühlt. Und das ist auch wunderschön. Ja. Jens, wie ist es bei dir in der Praxis? Bei mir ist es so, ich habe so ja den Schwerpunkt, alles, was so mit Ängsten zu tun hat, soziale Ängste, Präsentationsängste, Angst, Panik und hatte anfangs so, na, geht das mit den Leuten so richtig unter Panik leiden und kann nur sagen, das geht total, weil sie relativ schnell lernen, diesen Fluchtmechanismus unter Kontrolle zu bringen, aber in einer positiven Art und das auch, was Daniel sagte, so dieses, wow, ich spüre mich wieder und ich arbeite sehr emotionsfokussiert und das ist eine sehr gute Möglichkeit, um seinen Körper wieder wahrzunehmen, sowohl mit der Atmung, das Mindset dazu und dann eben so dieses Eisbad als Highlight ist eben das, wo sie sich wirklich spüren und wo sie merken, habe ich Kontrolle und es ist erst, oh, was passiert jetzt und dann tun sie es und merken so, wow, es geht ja. Und ich finde diesen Faktor Zeit eben auch immer sehr wichtig, ist wahrscheinlich, weil ich so Verhaltenstherapeut bin und dann geht es immer darum, kurz und knapp, lieber einen guten Stimulus als keinen oder auch nicht zu lange. Und dann merken sie, ich habe tatsächlich Kontrolle. Und ich sage immer, Leute, probiert es esslöffelweise, keine zu großen Portionen, wie beim Essen auch. Und dann funktioniert es. Und das ist das, was wirklich immer wieder sehr schön ist zu erleben, wo ich dann wirklich merke, wow, das funktioniert und begeistert die Menschen. Und sie haben nachhaltig Kontrolle und können es weiter üben. Und das ist so etwas, wo man so ein Tool für sich an der Hand hat, was wirklich funktioniert, jenseits allem, was man sonst irgendwie psychotherapeutisch oder sonst wie machen kann, was auch seinen Stellenwert hat, unbestritten. Aber da ist etwas, ich kann es aktiv tun, ich kann selber handeln und ich habe es wirklich in der Hand und ich gewinne ein Stück weit so meine eigene Kontrolle zurück. Und das ist eine sehr gute Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ja, ja, das kann ich auch bestätigen. Ich habe letztes Jahr im September noch einen Workshop gegeben für ein Trauma-Institut in Köln, wo viele Therapeuten auch waren. Und es stellt sich raus, dass die natürlich das mit ihren Patienten ein bisschen versuchen, aber noch ein bisschen unsicher sind, weil sie auch keine Ausbildung haben jetzt mit Atemtherapie oder Wim Hof. Aber das auch schon machen, aber vor allen Dingen für sich selber halt unheimlich viel Nutzen rausziehen, dass sie die Methode haben im Umgang mit Patienten, im Umgang mit Sekundärtraumatisierung, also sich selber nicht traumatisieren lassen von den Geschichten der anderen Patienten. Also das ist schon sehr erstaunlich und da denke ich, da kann man auch noch viel mehr tun in dem Bereich. Gerade die Leute, die Coaches, die Therapeuten, die brauchen das doch selber auch, dann diesen Stress Freiheit zu kriegen. Und ich fand es ganz interessant, was ich so, wenn wir schon mal über Therapie reden, auch und Jens auch hier dabei ist, es gibt so eine interessante Therapie, die nicht neu ist, Internal Family Systems, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es geht eher darum, dass man verschiedene Persönlichkeitsanteile von sich selber dann irgendwie aus einer neugierigen Position heraus betrachtet und dann heilt, ne? Also nicht nur aus einer verurteilenden Position. Und diese Position, dieser Neugier, nennt der Richard Schwartz, der das erfunden hat oder entwickelt hat, als das Kernselbst, was in vielen Kulturen auch existiert. Im Buddhismus nennt sich das Bliss Body und so weiter. Und das Spannende ist, dass ich finde, da kommt man durch die Atemtechnik auch hin, finde ich. Also das, was da beschrieben wird, dieses Kernselbst, wo man einfach in sich selber ruht und die anderen Anteile beobachten kann, ohne zu verurteilen und vor allen Dingen auch gerade andere Leute beobachten kann, neugierig, ohne die zu verurteilen. Das finde ich auch die Stärke, die die Methode auszeichnet. Könnt ihr das nachvollziehen? Absolut, ja. Also das ist auch so meine Erfahrung. So, denn wir haben es mit FS Play gemacht und verschiedenen anderen kreativen Methoden. Und dass man bekommt eine bessere Koordination hin, man lernt seine verschiedenen Anteile kennen und lernt sich selbst zu akzeptieren, nicht zu verurteilen und kann auch immer den anderen mit beobachten. Wie geht es dem, wenn der im Eisbad sitzt und guckt, also was passiert bei dem, was nehme ich da selber wahr, was entsteht da auch in mir? Und das ist, ich finde, es ein absolut hilfreiches Instrument. Ja, ja, es gibt so wunderschöne Geschichten auch irgendwie, finde ich, die man erlebt mit Leuten in den Workshops. Und ich weiß nicht, Mario war am Starnberger See bei meinem ersten Workshop mit als Assistent so dabei und hat das sehr tatkräftig unterstützt mit seinen Kochkünsten und mit allem, was er noch so drauf hatte. Und da war ein Teilnehmer, der war wirklich 2-3 Tage, du wirst wahrscheinlich wissen, von wem ich rede, der hat nicht richtig atmen können, der war total flach und kam gar nicht richtig tief. Und am vierten Tag
hat er erzählt, er hat seine Geburt wiederlebt und da brach alles heraus. Und das ist unglaublich, wie man, es dauert manchmal ein bisschen, man muss sich darauf einlassen und es geht nicht immer nur alles ganz schnell, aber es ist wirklich eine sehr kraftvolle Geschichte, die man damit erreichen kann. Erinnerst du dich noch, Mario? Du weißt, glaube ich, von wem ich rede, der wirklich sehr schüchtern, zurückgezogen, introvertiert war. Ja, das weiß ich noch. Das war auf jeden Fall sehr intensiv. Insgesamt die ganze Woche war sehr intensiv. Und ich muss oft dahin zurückdenken. Ja. Auch was ihr vorher gemeint habt mit der Gruppe, wie schnell die zusammenwächst, das habe ich auch noch sehr tief im Herzen drin. Ja. Also ich glaube, wir haben eine knackige Gesprächsrunde gehabt. Ich würde das jetzt auch gar nicht so weit ausweiten, aber ich habe Bock auf mehr. Vielleicht sollten wir mal überlegen, alle paar Monate oder wenn sich das anbietet, das in dem Rahmen weiterzumachen. Das würde mich sehr, sehr freuen und auch ein paar andere dazu holen und mal gucken, wie wir den Rahmen sozusagen so machen, dass die Leute auch Bock haben, sich das anzuhören und mal gucken, wie das Feedback jetzt von dieser Runde wird. Ja. Also bin sehr gespannt und würde euch sonst erstmal danken, dass ihr dabei wart und hoffe auf ein nächstes Mal. Ja, auch dir vielen Dank, Matthias. Ne? Also echt vielen, vielen Dank. Ganz toll. Ja. Dankeschön. Echt und krass. Jederzeit wieder. Ja, okay. Auch miteinander mal zu sehen und zu sprechen, ist einfach cool. Ja, ja. Absolut. Ja, allein die Connection zu den anderen deutschsprachigen Instruktoren mal zu haben, mega cool. Genau. Ja. Ja.